Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um die gefährlichsten Übungen, die es so im Gym gibt. Dabei gibt es natürlich ein paar Regeln zu beachten. Wenn ich von den gefährlichsten spreche, dann meine ich nicht aufgrund des Workloads, aufgrund des Gewichts, das ihr nehmt. Weil dann kann natürlich jede Übung irgendwo gefährlich sein. Das bedeutet, wenn ich zu viel Gewicht beim Bankdrücken nehme, natürlich kann es dann gefährlich werden. Und wenn ich zu viel Gewicht selbst an der Wadenmaschine benutze, nun ja, dann kann es gefährlich werden. Also es geht nicht darum, zu viel Gewicht zu benutzen. Es gibt manche Übungen, die trotzdem rein von der Physiognomie schon recht gefährlich sind, weil sie zum einen komplex sind, aber hier geht es nicht um die komplexesten Übungen, und zugleich eine Schwachstelle irgendwo haben. Eine Schwachstelle, die dafür sorgen kann, dass man genau da sich Verletzungen zuzieht. Und zwar plötzlich. Und nicht unbedingt nur auf Dauer, sondern tatsächlich Sachen, wo man eine gewisse Technik beherrschen muss. Und natürlich die zweite Sache ist, es geht hier nicht darum, wenn man diese Übungen falsch macht. Denn falsch machen, was sowieso ein komplexer Begriff ist, aber dazu noch ein anderes Video, ist eine Sache, da kann auch fast jede Übung gefährlich werden. Je nachdem, wie falsch man sie macht. Also wer es schafft, an der Latzugmaschine die Waden zu trainieren, nun ja, der wird es auch falsch machen. Ist es deswegen gefährlich? Ist so eine fragliche Sache. Aber welche akrobatischen Leistungen jemand auch immer erbringt an der Maschine, dementsprechend kann das dann auch schief gehen. Wir machen daraus jetzt mal einfach eine Top 5. Und ich fange natürlich von hinten an. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch Platz 1 sich schon denken können. Schreibt jetzt in die Kommentare, was wohl Platz 1 sein wird, was die gefährlichste Übung meiner Meinung nach ist. Aber ich bin auch sehr gespannt auf eure gefährlichsten Übungen, denn das hier ist durchaus kein objektives Thema, wo der Personal Trainer recht hat. Und das ist es, genau in der Reihenfolge. Nein, jeder wird seine Erfahrung damit gemacht haben und man kommt irgendwo auf den Konsens. Jetzt lernt ihr meine Top 5 kennen und wir fangen hinten an. 5 werdet ihr wahrscheinlich nicht erwarten. Wir stehen schon da. Fliegende an der Maschine. Warum? Was soll daran gefährlich sein? Grundsätzlich, bei Maschinen hat man schon sehr viel Sicherheiten. Meistens sind freie Gewichte wesentlich gefährlicher und deswegen vom Potenzial natürlich auch wesentlich gefährlicher als alles, was irgendwo vom Bewegungsradius vorgegeben ist. Man setzt sich irgendwo gemütlich rein und trainiert einfach drauf los. Kann man so machen. Was ist denn hieran gefährlich? Könnt ihr es euch vorstellen? Nun ja, meistens ist es hier, dass wir den Muskel ab einem gewissen Punkt überdehnen und dazu neigen. Auch hier kann man natürlich sagen, klar, wenn zu viel Gewicht drauf ist. Aber selbst bei weniger Gewicht haben wir zwar hier ein Pedal, aber damit kommen wir in einen Dehnungsbereich rein, der bei meisten Leuten tatsächlich schon zu Dehnungsschmerzen führt und damit so ein bisschen überstrapaziert ist. Das heißt, wir müssen ein Gewicht, mit dem wir später, selbst wenn wir 12 Wiederholungen machen wollen, was kein hohes Gewicht ist, hier starten, aus einer gedehnten Position, kalt raus und dann nach vorne gehen. Und wenn wir dann einmal warm gelaufen sind, dann geht's. Das heißt, wir müssen hier grundsätzlich gut aufgewärmt sein. Aber jetzt kommt der gefährliche Punkt. Ich habe die 12. Wiederholung gerade so gemacht, komme nach unten und komme wieder in die Überdehnung rein, weil ich werde nie ganz so weit zurückgehen. Keiner trainiert von hier aus. Wir werden hier ungefähr und stattfinden. Hier muss ich aber das Gewicht ablegen. Egal, ob ich die Pedale gedrückt habe oder noch gefährlicher, ich komme nicht dazu, sie zu drücken. Und hier lasse ich das Gewicht plötzlich los. Bumm, ich lasse nach. Und dann überdehnt sich der Muskel. Und im schlimmsten Fall reißt er ab. Das kann passieren, sowohl bei der ersten als auch bei der letzten. Und deswegen kann ich nur dazu raten, wenn ihr diese Gefährlichkeit rausnehmen wollt, geht zu einer Seite, wendet euch mit dem ganzen Oberkörper zu. Es geht nicht darum, hier mit einer Seite zu greifen. Komplett zuwenden. Ihr seht, jetzt habe ich hier einen durchaus nicht mehr so gedehnten Winkel. Bringt das Ganze hier nach vorne, dreht euch rum, macht das Ganze von hier und startet konzentriert. Und so könnt ihr auch wieder loslassen. So kann man es weniger gefährlich machen. Das ist Platz 5. Dazu gibt es aber noch eine Honorable Mention, die kommt aber erst später. Platz 4. Tja, um welche Übung wird es jetzt hier wohl gehen? Wir sind an einer Bank, freie Gewichte und es ist das Schulterdrücken, Kurzhanteln. Auch hier wieder. Selbst wenn wir ein Gewicht nehmen, das nicht völlig übertrieben ist, mit dem wir nur 1,5 Wiederholungen schaffen oder keine, wenn nicht jemand dahinter steht. Die meisten haben keinen Spotter. Die trainieren allein. Selbst wenn man einen Spotter hat, neigt er dazu, beim Schulterdrücken, genauso wie bei Kurzhantelbankdrücken, zu früh zu helfen. Dann sagen die Leute, hey, du musst mir am Anfang helfen, weil ich komme nicht ganz raus, aber hier schaffe ich es.
Natürlich schafft ihr es da. Aber was ist mit dieser Übersetzung? Und genau da ist der schwierige Punkt. Ich nehme jetzt natürlich ein kleines Gewicht, um es zu demonstrieren, damit ich hier nicht völlig aus der Puste gerate. Wie kriegt ihr das von hier hierhin? Und in der Schulter habt ihr meistens wesentlich mehr Kraft als im Bizeps. Das heißt, wenn ihr Schulterdrücken mit 30 Kilo macht, werdet ihr wahrscheinlich keine Bizeps-Curls mit 30 Kilo machen. Ist selten der Fall. Die Schulter ist nun mal ein bisschen stärker als der Bizeps. Und auch die Übersetzung. Das hier bis hier ist der Bizeps. Aber wie kommt man jetzt hier hoch? Das ist wesentlich mehr der vordere Delta als dann anschließend, wenn wir nach oben müssen. Und unten ist es sowieso ein wenig schwieriger, als danach hochzukommen über den Kopf. Nun ja, das heißt, wir müssen viel mehr kleinere Muskeln aktivieren, um da hochzukommen, mit dem gleichen Gewicht, mit dem wir später trainieren wollen. Das gleichen die meisten aus mit einem Schwung. Aber wenn ich den abfange, erst ist das Schwung, muss ich mit einem Mal hier das ganze Gewicht plötzlich aufladen und stoppen. Das ist gefährlich für den Muskel, weil er mit einem Mal anspannen muss, statt langsam reinzukommen. Wollen wir eigentlich nicht. Das Gleiche gilt für die Technik natürlich mit den Knien hoch. Konzentration braucht man dafür. Kann man selten mit dem Fokus machen in den letzten Übungen, wenn man dann auch noch ein entsprechendes Gewicht benutzen möchte. Und diese Technik muss erstmal gelernt sein. Aber es gibt noch eine Schwachstelle. Und zwar, wenn ich erst einmal ein Gewicht, mit dem ich 10, 12 Wiederholungen mache, hier oben habe, dann aber, und das habe ich schon ein paar Mal gesehen und das seht ihr auch bei Videos, wo ein paar Gym-Fails drin sind, dann gerate ich irgendwie so ein bisschen mit den Unterarmen nach hier hinten. Ich komme aus dem Gleichgewicht raus, kann das aber nicht mehr stoppen, weil diese Vorwärtsrotatorenbewegung kriege ich nicht wieder gekittet mit 30 Kilo. Das heißt, hier rutscht es mir langsam raus, aber die Hantel kann nicht nach hinten entweichen. Sie kann nicht einfach runterrollen, denn mein Handrücken ist davor. Sie kann also nicht weg. Und wenn ihr dann mal hier in die Überdehnung kommt und die Hantel nicht mehr loswerdet und nicht mehr nach vorne zerren könnt, oh, das kann richtig böse enden. Sogar so böse, dass ihr die Schulter nie wieder in eurem Leben richtig benutzen könnt. Und das macht Schulterdrücken mit Kurzhanteln wirklich gefährlich. Ja, sie ist auch gut maßgeschneidert, weil ihr eben nicht an, wie bei Maschinen, vorgeprägten Radius habt, aber eben auch sehr gefährlich. Deswegen Platz 4, Schulterdrücken mit Kurzhanteln. Platz 3 und oh ja, ich mag sie gerne, aber man darf sie nicht unterschätzen. Dips. Vor allem dann, wenn man in einen adäquaten Wiederholungsbereich möchte und schon zu den kräftigeren gehört. Wenn ihr diese Übung rein mit eurem Körpergewicht macht, kann da selten was passieren. Aber die meisten von euch, selbst wenn sie die letzten Strunzlappen sind, werden wahrscheinlich 20 bis 30 Dips machen. Seid ihr also durchtrainiert, wiegt aber nur 65 oder 70 Kilo, hey, da gibt es durchaus Leute, die machen damit 50, 60 Wiederholungen. Aber will man Masse aufbauen, bleibt man bei 10, 12 Wiederholungen. Was macht man da? Zusatzgewicht nehmen. Und jetzt kommt der gefährliche Teil. Mit so viel Zusatzgewicht in diese extreme Rotation der Schultern zu kommen. Und umso mehr ihr den Trizeps drin haben wollt, dann bleibt der Ellbogen hinten und noch größer ist die Rotation. Euer Oberkörper zieht den nach unten und eigentlich kugelt ihr hier schon fast jedes Mal eure Schulter aus und die hängt nur an den kleinen Sehnen dort. Saugefährlich und richtig unnötig, denn weder der Trizeps wird dadurch so richtig gut trainiert, noch unbedingt die Brust, weil das macht ihr meistens am Trizepstag. Denn auch die kann man dann besser trainieren mit Negativbankdrücken. Also hier die Empfehlung direkt, lasst das sein. Wenn, dann könnt ihr es als Kombinationsübung mitmachen, aber tja, ist saugefährlich durch die Überdehnung da oben. Platz 2 gehört selbstverständlich der Kniebeuge. Ihr habt schon viele Videos dazu gesehen, wo ich auch so ein bisschen von der Kniebeuge abrate. Ja, es gehört zur absolut eingeschworenen Superdisziplin aller Bodybuilder und Krafttrainierenden, die was auf sich halten und dazugehören wollen. Aber letzten Endes ist es nicht die effektivste Übung unbedingt für die Beine. Heißt auch nicht, dass sie uneffektiv ist, aber sie ist nicht die effektivste und nicht nachgewiesen und nicht für jedermann. Wozu also? Dafür ist sie aber wahnsinnig komplex. Man muss sie wirklich beherrschen. Und beherrschen kann so oft sein, dass man Monate und ja, Jahre daran trainieren muss, eine bestimmte körperliche Voraussetzung braucht und nicht nur die Bewegung lernen muss, sondern auch gut mobil und gedehnt sein muss. Habt ihr nur irgendwo irgendeine Disbalance,
kann es schon sein, dass ihr den Rücken zu früh abklappt und dann ist es recht gefährlich. Heißt auch hier, wollt ihr das mit einem adäquaten Workload machen, also mit einem adäquaten Gewicht, mit dem ihr auch hier nicht unbedingt viel mehr als 15 Wiederholungen, selbst 20 macht, könnt ihr da schon einiges aufladen. Und dieses Aufladen, wenn ihr einmal eine falsche Bewegung macht und das geht alles auf einen Wirbel, das ist schon mächtig. Das, was nämlich eure gigantischen Oberschenkel aushalten an Gewicht, werden diese kleinen, schönen Bandscheiben und Wirbel da hinten nicht unbedingt aushalten. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Menge andere Möglichkeiten. Ihr findet zu dieser Übung die meisten Gym-Fails auf Instagram und YouTube. Das heißt, Leute, die nach hinten kippen, nach vorne kippen, ohnmächtig werden oder sogar wesentlich Schlimmeres. Also nicht umsonst sicherlich eine der gefährlichsten, weil komplexesten Übungen und dafür gar nicht so im Verhältnis effizient. Tja, und jetzt werdet ihr sicherlich euch dann schon fragen, was ist denn Platz 1? Habt ihr das hier also getippt? Nein, es ist nur Platz 2 bei mir. Bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen und ihr eure letzten Tipps abgeben könnt, was Platz 1 wohl sein wird, kommen wir zu der versprochenen Honorable Mention. Ja, ich weiß, ihr mögt es nicht, wenn ich Anglizismen benutze, aber wir waren am Anfang bei Platz 5. Ihr erinnert euch, bei den Fliegenden an der Maschine. Jetzt kommt eine Erwähnung von einer Übung, die eben nicht, wie man immer so denkt, so gefährlich ist. Und warum, sage ich euch jetzt, und welche das ist. Ja, ich muss hier an dieser Stelle verteidigen, Fliegende mit Kurzhanteln. Das ist verschrien als gefährlich oder sogar uneffiziente Übung. Uneffizient deswegen, und das habe ich schon in einigen Videos erwähnt, findet ihr da oben. Warum das nicht so ist oder warum das andere sagen, nämlich weil in der Bewegungsamplitude das Gewicht so ungleich verteilt ist. Natürlich, wenn ich einmal hier unten bin, ist ein riesiges Gewicht auf dem Muskel, das er halten muss. Und wenn ich hier oben bin, ist es nahezu nichtig. Das ist eine ungleiche Verteilung, aber ungleiche Verteilung heißt nicht schlechter für Muskelwachstum. Und da liegt der größte Irrtum. Kann sogar sein, dass dadurch der Muskel besser gereizt wird. Nun ja, das lassen wir jetzt dahingestellt sein. Darin liegt dann auch das, was die meisten für gefährlich halten. Weil eben hier oben man so viel Gewicht aufladen kann und kaum ist man hier unten, dann ist es vielleicht viel zu viel Gewicht und man kommt dann nicht so richtig gut raus. Aber wir erinnern uns, ich habe die Spielregel festgelegt, dass es nicht um zu viel Gewicht geht. Das heißt, hier werden wir das Gewicht so wählen, dass ich natürlich hier unten rauskomme. Und damit meine 10, 12 Wiederholungen, das Beispiel hatten wir die ganze Zeit, schaffen würde. Und wenn ich die schaffe, dann ist es hier oben zwar zu leicht, hier würde ich 50 Wiederholungen schaffen oder das 2 Minuten lang halten können oder was auch immer. Aber hier unten komme ich gut raus. Und macht ihr das auch richtig, wir erinnern uns, nächste Regel war, nicht falsch trainieren und geh nicht schnell runter und lass es schnacken, weil dann ist jede Übung gefährlich, auch Bizeps-Curls werden dann gefährlich. Dann haben wir eine Übung, die durchaus gut ist, effizient ist und bei mir für einen ordentlichen Pump sorgt und guten Muskelkater. Nun ja, deswegen an dieser Stelle, das ist keine gefährliche Übung. Jetzt kommen wir endlich, Trommelwirbel, zu Platz 1. Was wird es wohl sein? Tja, warum ist diese Übung besser mittlerweile unter dem englischen Namen Deadlift bekannt? Nun ja. Das sagt schon alles aus. Es ist die tödlichste Übung im Gym, weil am meisten passieren kann und weil auch regelmäßig damit entweder über Zeit oder eben sofort der Rücken kaputt gehen kann, den man eigentlich dadurch aufbauen möchte. Und auch dafür ist es gar nicht unbedingt so effizient. Auch hier, wie bei den Kniebeugen, unheimlich komplex das Ganze. Man muss es wirklich gut lernen, man muss mobil sein, man muss gut gedehnt sein, man muss quasi die körperlichen Eigenschaften mitbringen, diese Übung richtig ausführen zu können. Und dann, im Gegensatz zu den Kniebeugen, wo man alles ausstabilisieren kann und höchstens, wenn man etwas falsch macht, mal das Falsch auf den falschen Muskel geht, geht es hier komplett, besonders wenn man bei den 90 Grad runtergegangen ist, auf einen relativ kleinen Teil, der das Ganze tragen muss. Und das ist ein sehr lebensnotwendiger Teil für euch, denn der lässt euch gerade aufrecht gehen. Wenn da mal was passiert und das passiert schon im Alltag, dann ist es einfach zappenduster. So manch einer hat schon gehustet im Büro und sich Bandscheiben rausgehauen oder nur eine Flasche hochgehoben, einen Kasten hochgehoben. Wir machen das hier im Gym mit einem Gewicht, wenn wir das mit 10, 12 Wiederholungen gerne machen möchten, das so einiges ab kann. Und auch da findet ihr bei den Gym-Fails eine ganze Menge zu und das wollt ihr nicht unbedingt immer sehen, was da passiert. Vor allem, was ihr nicht seht, ist,
was dann eine Woche später, einen Monat später, ein Jahr oder 10 Jahre später aus dieser Person geworden ist. Insofern kann man eigentlich weglassen, wenn ihr nicht gerade auf die Bühne wollt. Und selbst da braucht man es, das ist die Frage. Der Deadlift oder das Kreuzheben, damit eindeutig die gefährlichste Übung, ist wahrscheinlich nicht besonders überraschend und individuell. Aber ich hoffe, mit den anderen Übungen konntet ihr was anfangen. Ich bin auf eure Top 5 gespannt oder ob ihr dem zustimmen könnt. Und schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Mal sehen, was dabei so rumkommt. Ansonsten schaut euch gerne auch die anderen Videos auf dem Kanal hier an. Abonniert natürlich jetzt, das wäre ganz nett, bringt immer was. Und gerne könnt ihr auch ein Like da lassen, wenn euch solche Videos gefallen. Weitere Kommentare zu Videos, die ich noch machen soll, sind immer erwünscht. Dann mache ich ein paar Videos dazu. Schaut mal bei Protein Arena vorbei. Ihr spart ein bisschen was, habt ein Riesensortiment, müsst euch nicht an eine Marke halten und gleichzeitig, nun ja, unterstützt ihr den Kanal. Ist doch eine tolle Sache, oder? Da bleibt mir jetzt nicht mehr viel übrig. Schaut beim Iron Summit vorbei und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Gotti.